So, willkommen zu Teil 7. Geschrieben 7. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei unserem tollen Haufen hier. Und heute gibt's wieder. Ja, das letzte Mal versprochen. Nagelbretter. Ja, die Folge hat sich wieder mal nach hinten verzögert. Wie es immer so ist. Kinder bringen wieder die Seuche mit. Und dieses Mal erwischt es mich auch. Naja. So, da werden wieder die Nägel durchgesteckt. Für alle, die hier das erste Mal reinschauen. Die Nägel markieren quasi den Punkt. Oder die Linie, wo nachher die Wände oben drauf kommen. Als zusätzlicher Stabilisator. Ja, und dieses Mal habe ich mir mal den mittelflüssigen Sylmaster-Kleber mitgenommen, weil der dicke war dann doch ein ganz schönes Geknete da. Den da überall drauf zu bekommen. Da dachte ich mir, der Dünne macht sich da, glaube ich, besser. Ja, und da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für den Geländebauworkshop mit dem Herrn Geboom. Da sind nämlich noch Plätze frei. Ja, schaut da einfach mal auf der Homepage vorbei. Das lohnt sich wirklich. Denn, ja, apropos Werbung, dann hatten wir ja mittlerweile 14 Tage her, ach, egal, hatten wir unseren Airbrush-Tag im Laden. Das war richtig genial. Den ganzen Tag rumprobieren. Waren auch jede Menge Leute da, die Interesse hatten, da sich da mal auszuprobieren. Ja, da gibt es auch ein Video von, weil, wisst ihr ja, ich muss ja jetzt hier zwanghaft von allem Kram Videos machen. Ist, glaube ich, aber auch ganz schick geworden. Schaut da auch einfach mal bei uns auf dem YouTube-Channel vorbei und, ja, zieht euch das mal rein. Das ist ganz geil geworden. Und wir hier weiter fröhlich am Nägel stecken. Ja, und apropos Nägel. Wenn man die ganze Zeit immer stupide diese Arbeit da macht, dann entwickle ich immer irgendwie so ein inneres Verhältnis dazu. Ja, ich muss es jetzt zugeben, ich liebe diese Nägel. Nee. Nee, man macht sich dann immer so Gedanken, also ich mache mir dann immer Gedanken, wo kommen die eigentlich her? Also nicht jetzt die Nägel selber, sondern das Material. Weil man muss sich mal überlegen, für dieses Metall musste erstmal eine Sonne explodieren. Die musste erstmal diese ganzen Materialien, also dieses Metall und alles, was uns umgibt, erstmal erbrüten. Musste denn explodieren und ihren erbrütetes Material ins Weltall schleudern. Das Zeug musste sich durch die Gravitation zu einem riesigen Klumpen, den wir heute Erde nennen, zusammenfügen und dann nach 4,5 Milliarden Jahren machte irgendjemand aus diesem Metall Nägel und danach setzte sich so jemand vor eine Kamera und steckte die Dinger durch Plastikbretter.
Ist aber auf jeden Fall eine sehr coole Vorstellung. Auch wenn man sich das Ganze nicht so ganz, nicht so richtig vorstellen kann. Weil ich meine, Eisen ist das Einzige, was die Sonne selbst noch produzieren kann. Der Rest, alle Elemente, die danach kommen, also wie Gold, Uran, na etc. Die fiesen Elemente, na Gold ja nun nicht, die entstehen erst dann, wenn die Sonne explodiert. Ich meine, wer weiß, wenn die Sonne auch Gold schaffen würde, dann würden wir hier wahrscheinlich keine Metallnägel durchstecken, also keine Stahlnägel, sondern Goldnägel. Dann wäre Gold nicht so rar, wie es jetzt momentan ist. Ja, ja. Aber ich quatsche hier schon wieder alles Mögliche, aber... Ja, naja, wir müssen ja hier irgendwie die Nagelbretterarmee hier ein bisschen unterhaltsamer gestalten. Ja, und wie man sieht, habe ich mittlerweile auch schon den Dreh raus, die Nägel da, also die Platte umzudrehen, ohne mir 50 neue Arme wachsen zu lassen. Die Erkenntnis hat ein bisschen gebraucht, aber ja, passt schon, man lernt immer dabei. Immer erstmal machen. Ob's richtig war, sieht man später. Das ist immer das Schlimme, wenn man irgendwas anfängt und damit fertig ist, dann ist man danach an dem Punkt, wo man eigentlich so schnell damit ist, dass man davon noch mehr machen könnte. Aber nee, keine Angst, ich habe auch genug von diesen Nagelbrettern. Aber es kommen noch so einige langwierige Arbeitsprozesse auf uns zu. Zum Beispiel bin ich jetzt schon lange am Hin und Her überlegen, wie ich eigentlich die Fußböden mache. Ich hatte erst an Holzstreifen, weil die meisten Räume haben ja Holzböden, also so Parkettböden oder Holzdielen. Ob ich da einfach Holzstreifen auf dem Boden klebe, aber Problem ist daran immer, die sind dann, ja, das sieht dann immer nicht sehr plastisch aus. Weil gerade bei so Miniaturgeschichten, die Sachen müssen überzeichnet wirken. Sonst wirkt das aus der Distanz nicht. Ja, ich bin da auf jeden Fall am Rumprobieren. Ja, wie gesagt, deshalb hoffe ich auch so ein bisschen auf den Workshop von Herrn Geboom, weil ich glaube, dass wie er, sage ich mal, seine Sachen strukturiert, das werden wir hier auch machen. Oder Teile davon nutzen, sagen wir mal so. Aber ich mache hier nur schon wieder Werbung. Werbung. Werbung ist unheimlich teuer, außer man macht sie selber. Voll die Folge hier,
So, aber ich glaube, wir haben es hier bald geschafft. Das darüber, das da, nee, da, 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 nee, da hoch, nee, doch da hoch. Darüber. Oh. Mein Lieblingsraum. Oh mein Gott, an dem werde ich echt verzweifeln. Das ist das Turmzimmer mit zwei Ebenen und Treppe. Wow. Den machen wir ganz zum Schluss. Oder ganz am Anfang, mal gucken. Oh, wieder unsere völlig ruckelfreie Kamerafahrt. Über unser geschaffenes Werk. Mit dem letzten Blick.